Startet in Graz die Eiskunstlauf-Europameisterschaften. 12.000 Karten sind schon verkauft. Das Publikumsinteresse sei enorm, heißt es aus der Steiermark. Unsere großen Medaillenhoffnung, das sind diese beiden, und zwar Miriam Ziegler und Severin Kiefer. Sie haben monatelang dafür trainiert und gearbeitet. Am Mittwoch wird es ernst. Dann beginnt für Miriam Ziegler und Severin Kiefer der Paarlaufbewerb bei der Europameisterschaft in Unterbremstetten. Natürlich merkt man, dass es bald soweit ist und wir hier aufs Eis gehen dürfen und laufen dürfen. Aber ja, es ist nicht anders im Moment als sonst vor einer Europameisterschaft. Und ich freue mich schon sehr drauf, wenn es endlich losgeht. Auf und abseits des Eises soll jeder Handgriff, jeder Schritt passen. Die Wettkämpfe in diesem Winter geben Anlass zum Optimismus. Die Form ist gut. Also wir haben uns die letzten Tage und Wochen immer noch gesteigert und verbessert. Und ja, ich hoffe, dass wir dann in Höchstform sind. Wir fühlen uns gut. Steht dem Ganzen nichts im Weg, dass das toll läuft. Seit Anfang 2013 laufen Miriam Ziegler und Severin Kiefer gemeinsam. Zweimal waren sie bei Olympischen Spielen. Die EM in Unterbremstetten ist dennoch etwas ganz Besonderes. Mittlerweile muss ich sagen, ich war bei 3 Olympischen Spielen. Ich hatte noch nie die Möglichkeit, in Österreich vor so vielen Zuschauern zu laufen. Deswegen ist das für mich in dem Fall jetzt also wirklich was ganz, ganz Besonderes und Einzigartiges. Morgen geht es in der ehemaligen Davis Cup Halle los mit dem Kurzprogramm. 12.000 von 17.000 Karten sind verkauft. Die Halle dürfte also voll sein, wenn es vielleicht um die erste EM-Medaille für Österreich seit 37 Jahren geht. Wir sehen uns auch in dem Niveau unter den Top 5, Top 6 in Europa, wenn wir unsere Leistung bringen natürlich. Es ist schon für uns echt ein Wahnsinn, sagen zu können, dass überhaupt eine Chance besteht. Und ja, bis der Tag X da ist, werden wir diese Frage nicht beantworten können. Im Eiskunstlauf hat Österreich bisher 44 EM, WM und Olympia-Goldmedaillen geholt. Vielleicht kommt in Unterbremstetten jetzt eine dazu. Wir drücken ja die Daumen.